Jo, was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie Instant Gaming, wenn ihr günstige PSN, Xbox und FIFA Points braucht. Heute, Freunde, erkläre ich euch nochmal, wie man diese Eckball-Variante, wo man jongliert, also diesen Bug-Eckball-Trick durchführt. Weil gestern kamen da schon ein paar Kommentare, wo gefragt haben, wie macht man den? Klar, der ist eigentlich schon einfach durchzuführen, aber man kann trotzdem auf ein paar Sachen achten, um es perfekt auszuführen. Und ich sag euch, wie man es sogar verteidigen kann. Also es ist eigentlich ein billiger Trick oder Bug, den man eigentlich nur einmal einsetzen kann. Beim zweiten, dritten Mal, wenn du gut bist, kannst du es eigentlich verteidigen. Entschuldige mich, dass ich hier diesen Hoodie so auf habe, weil Seiten komplett broke. Ja, Friseurtermin habe ich erst am Freitag. Und wir werden danach nochmal kurz auf den aktuellen Content eingehen. Bisschen Packs öffnen, RTG-Update. Ja, und wir werden ein bisschen auf den Markt eingehen. Kann man noch investieren? Und ja, soll ich mein Team jetzt noch verkaufen oder kaufen? Etc. etc. So, Freunde, ich erkläre euch jetzt den Trick, wie der geht. Eigentlich ganz einfach. Es ist eine Eckball-Variante, die ihr noch einfach ja, im Petto haben solltet. Den könnt ihr natürlich nicht immer machen. Dieser Trick oder dieser Bug lebt vom Überraschungsmoment, ja. Viele Leute und auch gute FIFA-Spieler habt ihr in der WL gesehen, konnten diesen Trick nicht verteidigen, weil die den noch nie gesehen haben. Ja, das war bei mir genauso. Wie habe ich diesen Trick gelernt? Nicht über irgendein Video. Ich habe noch keinen anderen YouTuber-Streamer gesehen, der diesen Trick so oft eingesetzt hat nach der Ecke, sondern im Draft. Das hat einer bei mir die ganze Zeit gespammt und beim ersten beiden Male hat er sogar zwei Tore gemacht, wo ich dachte, what the fuck ist gerade hier passiert? Weil ich gar nicht wusste, was macht der da? Er jongliert hier mit dem Ball. Und beim dritten, vierten, fünften Mal wusste ich aber, wie man es verteidigt. Also ein guter FIFA-Spieler lernt daraus und das passiert dann eigentlich nicht mehr so häufig. Ein paar Sachen, die ihr achten müsst, um das perfekt durchzuführen. Ihr müsst eigentlich gucken, je nachdem, was für eine Formation und wie viele Balken ihr bei der Ecke eingestellt habt, müsst ihr gucken, wer da steht. Am besten müsste da jemand stehen, der halt offensiv was kann, ja. Also bei mir steht da immer eigentlich Raheem Sterling. Wenn ich Raheem Sterling ausgewechselt habe, steht da meistens Ferland Mondi. Nicht optimal, aber mit ihm klappt es eigentlich auch, weil der auch offensiv gute Werte hat. Besser wäre natürlich, wenn da ein Neymar stehen würde oder ein Messi. Jemand, der gute Dribblingswerte hat. Und dann ist es wichtig, darauf zu achten, das habe ich am Anfang falsch gemacht, wenn ihr die Ecke durchführt, nicht R1X zu drücken und den Spieler direkt kurz anwählen, weil dann fehlt am Strafraumrand genau dieser eine Spieler. Genau der Spieler steht nämlich dann auf einmal bei dir an der Ecke. Wichtig ist erstmal, ja, die Ecke einfach nur zu skippen und dann mit R1 den Spieler ranzuholen. Ja, dann kommt nämlich jemand aus der Mitte raus und der Spieler am Strafraumrand steht immer noch da. Dann ist es eigentlich ganz einfach, ihr spielt ihn an und wenn der Gegner diesen Pass nicht, ja, verteidigt, dann könnt ihr einfach mit einem R1X-Pass, ja, wichtig, R1X-Pass, damit es sehr schnell geht. R1X-Pass ist einfach schneller als der normale Pass. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, ihr wartet, bis der Gegner auf euch zustürmt. Dann drückt ihr den rechten Stick kurz rein, ja, und dann fliegt ihr sozusagen den rechten Stick, ohne irgendwas anderes zu drücken, einfach nach rechts oder nach links, je nachdem, wo ihr hingeht. Am besten dahin, wo Platz ist. Und warum klappt dieser Trick so gut? Der Trick klappt so gut, weil die meisten Spieler erstmal überrascht sind und erstmal danach falsch verteidigen und weil viele auch halt mit CPU verteidigen und nicht wissen, wie man manuell verteidigt. Weil, keine Ahnung warum, aber die CPU ist, wenn ihr den Trick durchführt, verwirrt einfach, ja. Die bleiben einfach stehen und machen nichts. Da bestraft man die Leute halt, die passiv verteidigen und dann könnt ihr eigentlich entscheiden, was ihr macht. Entweder, je nachdem wie ihr steht, macht ihr einen Fake-Shot und ja, legt den Ball quer, macht einen Fake-Shot oder schießt ihn rein oder ich schieße ihn direkt rein, wenn ihr direkt vom Torwart steht. Das Ganze kann man natürlich auch verteidigen, ganz, ganz einfach. Ihr könnt ihn direkt am Anfang verteidigen, indem ihr den Passweg schon zustellt, ja. Klar, man kann dann nach innen ziehen und dann immer noch zum Strafraumrand passen, aber der große Fehler liegt dann danach, dass viele diesen Bounce-Bug falsch verteidigen. Die gehen entweder direkt auf den Spieler drauf oder versuchen irgendwie den Weg abzuschneiden, ja. Was passiert dann, wenn die das machen? Entweder, ja, bounce er sich einfach an ihm vorbei oder es passiert genau das, was beim Running Facial passiert. Der Verteidiger läuft zwischen dem Gegenspieler und dem Ball durch, ja. Das ist irgendwie so ein Bug, keine Ahnung. Es passiert halt, der Trick dabei ist, dahin zu gehen, wo der Ball ditcht, also wo der landet. Ihr seht da meistens auf dem Boden ein X. Genau da müsst ihr hingehen, um den Ball dann zu gewinnen, ja. Außer es passiert was ganz Komisches, ja, gewinnt ihr eigentlich zu, sag ich mal, 80-90% den Ball wieder zurück. Das ist eigentlich alles, was ihr über diesen, ja, Eckball, Buggy, Bounce Trick wissen müsst, um ihn durchzuführen und um ihn zu verteidigen. Das ist jetzt kein Bug, wie zum Beispiel ein Running Fake Shot, den man nicht verteidigen kann. Ja, den kann man, wie gesagt, verteidigen. Das ist, ich vergleiche das so ähnlich wie von Ten Chan seine Blende-Attacke, seine Sonnenattacke. Ihr kennt die Sonnenattacke. Er hat damit selbst Cell, der 100.000 Mal stärker als Ten Chan war, geblendet und einen Vorteil sich, ja, erarbeitet. Das klappt aber, wie gesagt, nur einmal. Beim zweiten Mal wusste Cell das und musste einfach nur, keine Ahnung, seine Augen schließen. Wie gesagt, diesen Trick solltet ihr maximal ein, zwei oder dreimal pro Spiel einsetzen, weil ein guter Spieler weiß das irgendwann, ja. Deswegen spammt das nicht nonstop pro Spiel, sondern nimmt das sozusagen als extra Eckball-Variante dazu, ja.
und es klappt gegen Spieler bis zum Level Elite 3 oder so. Ich denke mal, gegen Elite 1 und Pro Level wird das nicht klappen, aber ja, wie gesagt, macht das ein, zwei Mal zur Überraschung. Wie ihr bei meinem gestrigen Video gesehen habt oder die gestrigen Streams oder die letzten Streams, habe ich dadurch schon einige Tore gemacht. Ich weiß, es ist ein billiger Trick, aber wie gesagt, wenn EA, ja, das Spiel so macht, dass man nur noch mit billigen Tricks Tore machen kann, was soll man machen, Jungs? Man kann einfach jetzt nach dem Patch nicht mehr normal dribbeln, normal schöne Kombinationen rauszuspielen, weil einfach alles gefühlt nur noch Bug-Abusing ist, ja, und wenn du gewinnen willst, musst du halt jeden Bug abusen, anders geht's leider momentan in diesem Spiel nicht. So, Freunde, es ist nach 19 Uhr und es ist eigentlich nichts Neues rausgekommen, außer eine Aufgabe, die eigentlich nicht schlecht ist. Man braucht hier 6 Siege und man kriegt ein Premium-Goldspieler-Set und ein 55k-Pick, was sehr nice ist, meiner Meinung nach. Also, das werde ich versuchen für morgen oder übermorgen, wann, je nachdem, wann ich ein Video mache, mir das zu erspielen. Und einerseits ist es auch noch gut für meine ÜV-Liste gewesen, weil ihr wisst, ich habe viele Champions-League-Karten auf der ÜV-Liste und da sind einige weggegangen. Ja? Also, ihr seht, sehr viele Champions-League-Karten sind weggegangen. Vielleicht ein bisschen zu günstig. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, bin ich ehrlich mit euch. Ich habe die einfach reingestellt. Aber ich habe eben, glaube ich, in einer Stunde 20 Verkäufe gehabt. Also, das ist schon nicht schlecht. Also, ihr seht, ich habe eigentlich nicht so viel investiert für Black Friday. Bin ich ehrlich mit euch. Ich habe eigentlich nur meine ÜV-Liste. Am Ende des Tages kommt es eigentlich auf dasselbe hinaus, weil in der Zeit, wo die Leute jetzt darauf warten, dass ihre Invest steigen, ja, verkaufe ich meine ÜV-Spieler halt die ganze Zeit und kann die wieder nachkaufen, je nachdem, ob die jetzt günstiger werden. Ich habe ein paar neue Spieler zu meiner ÜV-Liste hinzugefügt, ja, das will ich euch als Tipp geben, weil ich denke, die werden auch zu Black Friday steigen und bis dahin kann man die eigentlich immer gut ÜV anbieten. Ich habe, glaube ich, gestern angefangen, nur, ja, 6 Spieler reinzustellen. Das sind gute Spieler, meiner Meinung nach, die man ÜV anbieten kann und die bis zu Black Friday steigen können. Und ich habe, glaube ich, schon in den 2 Tagen, glaube 5, 6, 7 Mal die verkauft für über 5k ÜV. Also, ja, auch nicht schlecht, wie ihr seht. Ich frage euch jetzt bestimmt, ja, KC, willst du noch zu Black Friday investieren oder dein Team verkaufen? Ja, ich sage euch, was ich jetzt geplant habe, ich werde meine ÜV-Liste weiterführen, ja, nachkaufen und ich werde, denke ich, ja, Kandidatenliste und Verein füllen mit Spielern, die gut linken. Ja, ich rede jetzt von Spielern, die ein 84 bis 86 Rating als Goldkarte und Informkarte, ja. Von den Spielern rede ich. Ich achte darauf sehr wichtig, dass die halt gut linken. Ja, mir achtet diese Buffons nicht, die werde ich noch verkaufen. Zum Beispiel ein Donnarumma linkt gut zu Chiellini. Der links so, versucht euch Spieler draußen zu suchen, die einen Dreieck bilden, weil das sind meistens die Spieler, wenn die SBC Chemie brauchen, das sehr gut ansteigen können. Auch wenn die jetzt schon ein bisschen gestiegen sind, ja, zum Beispiel 84er, 85er und 86er sind, glaube ich, 1000 bis 2000 gestiegen. High-Rate-Karten umso mehr, kann man immer noch investieren. Klar, bester Zeitpunkt war letzte Woche, bin ich ehrlich mit euch, da hättet ihr das Maximum rausholen können. Aber ihr wisst, wie ich bin, ich achte nicht auf die Coins, ich achte nicht auf Trading, sondern ich will Spaß haben, ich will jede Woche ein neues Team bauen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, was machst du jetzt mit deinem Team? Da habe ich momentan 3 Spieler ÜV angeboten, das ist Messi, Sterling und Gomez. Und das sind wahrscheinlich auch die Spieler, die ich wahrscheinlich diese Woche verkaufen möchte, weil Messi out of Packs ist, wenn er wieder in Packs ist. Könnte ich mir vorstellen, dass er sinkt, ja, und weil er jetzt sowieso nach dem Patch noch unbeliebter ist. Sterling ist ein typischer Spieler, der halt zu Black Friday eigentlich sinken muss, ja, der kann niemals rebounden. Und dasselbe gilt eigentlich auch für Gomez, wegen seinem Rating, meiner Meinung nach. 83 Rating, wenn ihr überlegt, wie viele Packs zu Black Friday gezogen werden, kann er eigentlich seinen Wert nicht behalten. Das Gute ist, Jungs, ja, diese Woche ist noch ein sehr guter Zeitpunkt, um sein Team zu verkaufen und um noch Investment zu kaufen. Gucken wir uns hier so einen Joe Gomez an, wie ich gesagt habe, also am Wochenende, wenn ihr guckt, ja, wie viel ist er gesunken? Er ist auf 81.000 gesunken und ist jetzt wieder auf 88.000 gestiegen. Also ich denke, diese Spieler werden bis Donnerstag noch ein bisschen steigen. Da kann man, wie gesagt, die wahrscheinlich auch verkaufen. Und das Gute ist dabei, Jungs, ja, wenn morgen Mittwochabend keine gute SBC kommt oder ihr uns keinen Grund gibt, ja, dass die SBC-Spieler steigen werden. Meiner Meinung nach kann man da immer noch gut investieren. Die meisten Spieler sind schon gestiegen. Ja, ihr macht jetzt nicht mehr so viel Profit wie vorher. Aber es gibt immer noch Spieler, meiner Meinung nach, die halt, wenn die gut linken, ja, die man am Donnerstag dann immer noch gut einkaufen kann. Also ich glaube, Donnerstag noch ein guter Zeitpunkt, sein Team zu verkaufen. Natürlich sind die nicht mehr so viel wert wie vor einer Woche. Und immer noch ein guter Zeitpunkt, um bestimmte Spieler, die ich eben genannt habe, kaufen. Wenn ihr so Leute seid, die sagen, ja, ich will einfach zocken und ihr fragt euch, wann soll ich jetzt mein Team kaufen? Meiner Meinung nach könnte Sonntag, ja, eine riesen Panik entstehen und Sonntag die Spieler komplett günstig sein, ja. Wie gesagt, es ist die letzte Woche vor Black Friday und trotzdem würde ich euch abraten, Spieler wie wahrscheinlich Joe Gomez, Spieler wie Martial, vielleicht auch ein Pogba, Mané, ich bin mir nicht sicher, aber so Spieler wie Sissoko, Wijnaldum,
Lukas, die würde ich nicht kaufen. Eigentlich können die so Black Friday einfach nicht überleben, weil es werden so viele Packs gezogen und die sind halt so low rated. Und einen anderen Spielertyp, den ich vor einer Woche schon gesagt habe, kauft die nicht. Ich habe selber überlegt, weil momentan wird eigentlich ein Red Inform Rashford sehr gut zu mir reinpassen. Die Informs könnt ihr theoretisch, ja, noch dieses Wochenende spielen, aber dann solltet ihr wirklich verkaufen. Warum? Ihr fragt euch jetzt warum. Weil zu Black Friday kommt, wie gesagt, das Best of Team of the Week. War zumindest letztes Jahr so. Wenn wir jetzt Messi gucken, der ist bei 1,37. Gucken wir mal, ob der letztes Jahr einen Inform hatte. Hat er einen Inform? War das vor Black Friday? Ja, es war genau, oh, 2 Wochen, glaube ich, vor Black Friday hat er den bekommen. Wenn wir jetzt gucken, wie hat sich sein Preis entwickelt. Wenn wir gucken, was haben wir, 17. Also ungefähr hier ist der Preis. Der war letztes Jahr noch ein bisschen teurer, 2,3 Millionen. Da war ja auch mehr Meter, muss man sagen, als dieses Jahr. Und dann sehen wir, glaube ich, hier ist dann die Best of Team of the Week gekommen. Ihr seht schon, von 2,27 ist er schon auf 2,13 getroppt. Und dann, ja, übers Wochenende nochmal über 150k. Und dann, ja, ihr seht, ja, genau dann, hier spätestens ist der Zeitpunkt. Da werde ich aber nochmal ein Video vorher dazu raus und euch warnen, weil da werde ich wahrscheinlich auch mein Team komplett verkaufen, weil hier ist, glaube ich, dann die Totti-nominierten Karten gekommen, dann und da kamen dann auch die Tottis raus und dann ist der komplette Markt, egal ob es Icon-Karte waren, Gold-Karte waren, Info-Karte waren, Special-Karte, alle sind komplett getroppt innerhalb von, ihr seht, ich weiß es gar nicht, ist eine Woche nur, ne, guck mal, von 2 Millionen ist in einer Woche einfach 500k gefallen. Und auch da würde ich dann sagen, auch wenn ihr sagt, ey, ich bin ein Hardcore-FIFA-Spieler, selbst ich sage dann, okay, dieses Wochenende werde ich dann vielleicht mit einem Untrade-Team reingehen oder mit einem billigen Team, weil, ja, ihr wollt bestimmt nicht pro Karte oder pro teure Karte 300-400k verlieren. Ja, wenn ich zum Beispiel überlege, Ronaldo wird wahrscheinlich da unter 1 Million getroppt sein. Wir können das ganz kurz mal schauen. Wenn wir hier mal gucken, so, sein Preis und Black Friday, ja, ist so ähnlich wie dieses Jahr. Er ist dann, wie gesagt, wie ihr seht, gestiegen zu Black Friday. Also so Spieler wie Ronaldo kann man bis Anfang Dezember eigentlich spielen. Wie gesagt, die werden fallen, aber die werden auch wieder rebounden, weil halt heftige Spieler sind. Aber dann, wie gesagt, am Anfang Dezember, als dann die Totti-nominierten Karten kamen und keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeine krasse SBC plus Optimus Prime Icon plus Totti Event stand vor der Tür, ist auch er, wie ihr seht, ja, innerhalb von 1-2 Wochen 400k getroppt und das ist gefährlich, Jungs. Also ich finde jetzt, ja, wenn ihr ein gutes Team habt, kann man das immer noch spielen. Ob ihr jetzt Ronaldo habt, Neymar, Mbappé, Kanté. Ich rede jetzt von den richtig krassen, ja, auch in Mondi. Die werden wieder rebounden, ja. Und wie gesagt, in 2 Wochen ist wahrscheinlich erst der Tag, wo ich dann persönlich mein Team auch verkaufen werde. Und das ist mein Tipp an euch, Jungs. Ja, wenn ihr gute Spieler habt, könnt ihr immer noch bis Anfang Dezember die spielen. Die bisschen billigen OP-Spieler würde ich verkaufen und Donnerstag, wenn morgen keine SBC kommt, wo die Preise steigen, kann man wahrscheinlich sogar noch investieren, ja, in die Spieler, die ich euch gesagt habe oder auch in andere Spieler, wenn ihr andere Spieler im Überblick habt. Ich habe euch nur gesagt, was ich investieren werde oder was ich machen werde. Was ihr genau macht, müsst ihr dann halt wissen. Das sind ja nur Tipps von mir, was ich mache. Ja, ihr müsst es nicht blind folgen, überlegt selber ein bisschen. Und da haben wir noch eine SBC, die ich gestern rauskam, ein 45k-Pack. Das machen wir noch auf und dann werde ich dann vielleicht, wenn jetzt nichts Krasses kommen sollte, sogar auf einen Pay-to-Win-Account nochmal gehen. Da habe ich noch ein paar Packs aufgespart. Können wir zum Schluss noch ein paar Packs öffnen. Ich weiß, ihr seid ein bisschen packsüchtig. Deswegen, Jungs, ja, gönne ich euch da nochmal ein paar Packs und ich werde selber ein paar öffnen. Außer es kommt jetzt schon was Krasses, eine Ikone oder Road to the Final, dann lassen wir das und beenden sofort hier das Video. Ja, aber es geht wenigstens durch. Ist es irgendwas Gutes? Lukaku, 85er, nehmen wir mit. Untradable, glaube ich. Aber, ey, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Okay, Freunde, machen wir das letzte Pack auf für dieses Video. 50k-Pack auf dem Patreon-Account. Gönn, gönn, gönn. Vielleicht morgen, Jungs, ja, kommt ein Video. Ah, wo ich euch einen neuen Squad-Battle-Glitch vorstelle. Ich muss ihn heute noch ein bisschen testen. Ich habe noch nicht so wirklich perfektioniert. Er ist auf jeden Fall besser als alle anderen Glitches, die man momentan findet auf YouTube oder auf Twitter. Ja, einfach nur Müll hier gezogen. Und ja, keine Ahnung, ob ich heute Abend oder morgen Abend streame. Ich muss schauen, momentan, ey, fühle ich mich auch nicht so gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Momentan auch irgendwie ein bisschen platt, ein bisschen kaputt. Nicht wirklich krank, aber irgendwie, ja, muss schauen, ey. Das Wochenende kostet immer so viel Kraft bei mir. Deswegen, ja, vielleicht heute Abend, vielleicht morgen Abend spontan online. Ansonsten wahrscheinlich Donnerstag dann auf Twitch nochmal online. Morgen, mal gucken, ob ich das Video bringe. Ich muss heute noch Abend ein bisschen testen, ob ich diesen Squad Battle Glitch noch perfektionieren kann. Aber ansonsten kann ich euch einigermaßen guten Squad Battle Clash vorstellen für diejenigen, die das immer noch spielen. Der ist, denke ich, noch der beste, wo man theoretisch nur, ja, einen Finger braucht, um ihn auszuführen. Das geht eigentlich auch noch. Und dann würde ich sagen, was für heute im Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls euch
es weitergeholfen hat, lasst gerne auch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, was das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer KC. Ciao.